Parlez-vous français? Hey, Schuss, Leute, willkommen zu Let's Play Sly Raccoon. Ich bin Chesso, 1305 und... Ja, warum Sly Raccoon? Ihr habt schon oft gesagt, euch würde die Sly-Reihe mal interessieren. Mich persönlich auch, weil ich keine Ahnung habe, was mich hier erwartet. Ich spiele die PS3-Trilogie-Version, also nicht wundern, dass das hier ein bisschen anders aussieht, als ihr das eventuell gewohnt seid. Aber die Texturen sehen für ein eigentlich PS2-Spiel gar nicht mal so schlecht aus. Ja, ich höre dich. Laut und sehr laut. Sorry, bin halt ein bisschen nervös. Wie immer beim Einbruch ins Polizeipräsidium. Mach dich locker, Bentley. Du sitzt doch sicher im Van. Ich bin der Dieb hier. Ich muss Inspektor Carmelita Fox diese Akte stehlen. Okay, du kannst auf meine Augen und Ohren zählen, Kumpel. Ich habe das Sicherheitssystem voll im Griff. Um da hineinzukommen, musst du durch den Luftschacht dort gehen. Okay, ich gehe rein. Und vergiss nicht, dass ich am Steuer sitze, Sly. Du musst dir nur die Akte schnappen und wieder zurück zum Wagen kommen. Den Rest machen wir. Lass einfach nur den Motor laufen, Murray. Ich bin sofort unten. Auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung, was mich hier jetzt erwartet. Ich versuche jetzt erstmal klarzukommen. Ah, okay. Sly, mit der X-Taste kannst du springen. Ja, soweit war ich schon. Ohne Scheiß, für ein PS2-Spiel, für ein ehemaliges PS2-Spiel sieht es gar nicht mal schlecht aus. Entweder das oder das wird verdammt gut remastered. Münzen. Ich mag Münzen. Keine Ahnung, wozu sie gut sind, aber ich werde sie schon mögen. Okay, ich habe schon realisiert, das Spiel gibt mir gerne Trophäen. Ich habe allein schon eine Trophäe bekommen, dafür, dass ich das Spiel gestartet habe. No shit. Paff. Hey Bentley, ich glaube, ich habe Halluzinationen. Muss Höhenangst sein oder so. Siehst du diese irren blauen Lichter? Echt? Ich habe davon gelesen. Waschbärenmeisterdiebe können fühlen, wenn sie etwas stehlen können. Das zeigt sich dann als blaue Aura. Wenn meine Forschungen stimmen, musst du nur nah an sie herangehen und die Kreistaste gedrückt halten. Und dann solltest du einen super lautlosen Meisterdiebe-Kniff ausführen. Die Kreistaste nah an den blauen Auren gedrückt halten. Bin dabei. Ja, gut, dass ihr immer so viel über Tasten wisst. Just saying. Das ist so ein Punkt, der mich an Spielen generell mal gestört hat. Woher wissen die von Kreistasten? Ja. Aber was soll's? Schnell, Sly, die Sirenen! Ich mach hier gerade Sachen schneller, als es erlaubt ist, glaube ich. Gute Arbeit, du bist drin. Das Büro von Inspektor Carmelita Fox ist hinter der roten Tür. Hinter roter Tür. Got it. Nochmal ein bisschen Sachbeschädigung, was nicht möglich ist. Manu. Ich gehe mal davon aus, dass es mit rote Tür gemeint. Nö. Die Tür muss super gepanzert sein, Sly. Vielleicht kannst du sie ja umgehen. Also, das war die Tür. Gut. Also jetzt mal ehrlich, das Spiel wurde mir von euch ziemlich oft empfohlen und deswegen... Ich bin auch neugierig. Ich bin ja mal offen für Neues. Aha. Nettes Büro habt ihr hier. Volltreffer, Sly. Hier lagert Inspektor Carmelita Fox alle ihre wichtigen Daten. Ich habe mich in den Sicherheitsgroßrechner der Polizei eingehackt und die Kombination des Safes entdeckt. Versuch es mal mit 937. Ach so, ich soll das selber machen. Okay. Ich habe gedacht, er macht das. Heiliger Tresor. Gute Arbeit, du hast sie. Wenn du über die Feuerleiter runterkommst und über den Parkplatz gehst,
Warten wir mit dem Fluchtwagen auf dich. Ich wollte schon immer mal ein Dieb sein. Oh, stylisch. Einfach mal sagen, so, ich war hier. Deal damit. Hat da gerade wer gerufen? Penner? Alberner Waschbär. Ich hab dich auf frischer Tat ertappt. Ah, Carmelita. Wir haben uns nicht gesehen, seit ich dich in Bombay abserviert habe. Das erinnert mich, du musst den indischen Feuerstein seinen rechtmäßigen Besitzern zurückgeben. Oh, und ich wollte ihn dir geben als kleine Erinnerung an mich. Hey, weißt du, dass diese Bazooka die Farbe deiner Augen betont? Ziemlich verführerisch. Findest du? Die Pistole hat einen üblen Wumms. Den musst du probieren. Könnte deine kriminelle Karriere beenden. Und unser kleines Rendezvous? Dafür haben wir reichlich Zeit, wenn du hinter Gittern sitzt. Ich würde ja noch bleiben, aber ich bin nur auf einen Sprung hier, um diese Akte mitzunehmen. Du hattest sie ja lang genug. Das ist eine ziemlich heiße Beziehung, die ihr beiden da habt. Nur mal so gesagt. Und du bist ein ziemlich aggressives Eichhörnchen. Du siehst mir zumindest aus wie ein Eichhörnchen. Ein ziemlich aggressives Eichhörnchen. Kann ich irgendwie ausweichen, irgendwie dodgen oder so? Nö, ich kann nur springen. Frau, komm runter. Das ist garantiert nicht ganz legal, was du da tust. Ich bin mal weg. Tschu-tschu. Cool, ich fahre in einem Clownwagen. Das sah mir, das sah ziemlich klein aus. Gang und ich, Inspektor Carmelita Fox, eine Abfuhr erteilen müssen. Ich war überrascht, wie gut sie es aufnahm. Endlich. Die geheime Polizeiakte, die ich jahrelang gesucht hatte. Damit konnte ich Rache üben und in den Besitz des Familienschatzes kommen. Es begann, als ich ein kleines Kind war. Ich stamme aus einer Familie von Meisterdieben, deren Geheimnisse über das lautlose Stehlen in einem uralten Buch niedergeschrieben wurden. Dem Buch des Meisterdiebs. Wir spezialisierten uns darauf, nur Kriminelle zu bestehlen, da dies die einzig wahre Herausforderung darstellte und ehrenhafter war, als normale Leute zu erleichtern. Nur wenn du einen Meisterkriminellen bestehlen kannst, bist du ein Meisterdieb. Doch in der Nacht, in der ich das Buch erben sollte, kamen 5 Fremde an unsere Tür. Mein Vater versuchte uns alle zu beschützen, aber die Gaunerbande, die teuflischen 5, überwältigten ihn und fanden bald das Ziel ihrer Träume. Das Buch des Meisterdiebs, das Handbuch unserer Familie über die hohe Kunst der Diebe, fiel in ihre schmierigen Hände. Sie zerrissen das Buch in 5 Teile und verschwanden, jeder mit seinem, in die entlegensten Teile der Erde, um dort ihre Verbrechen zu begehen. Verlassen und traurig wurde ich ins Waisenhaus gebracht. Dort lernte ich 2 Typen kennen, die meine besten Freunde und Kollegen werden sollten. Bentley, Technikgenie und erstklassiger Stratege, und Murray, Teilzeitfahrer und Tollpatsch. Wir schworen, die teuflischen 5 zur Strecke zu bringen, meinen Vater zu rächen und das Buch des Meisterdiebs zurückzustehlen. Ich stand vor der härtesten Prüfung meines Lebens. Entweder würde ich dabei auch ein Meisterdieb werden oder den Namen meiner Familie für immer beschmutzen. Das klingt echt interessant. Dass so dieser, man ist doch so dieser irgendwo typische Gute-Böse oder Böser-Guter. Ihr wisst, was ich meine. Egal, wer von Symbol erscheint, wird dann Spielstand gespeichert, sondern Symbolanzeige wirst du nicht ausschalten. Das war gute Arbeit dort drüben im Polizeipräsidium, Sly. Komm zu mir, wenn du dir einen deiner alten Filme ansehen willst. Ich habe sie alle auf meinem Computer. Geh mit dem linken Analogstick im Versteck herum und wähle Dinge mit der X-Taste aus. Geht klar. Die Route zu unserem ersten Ziel ist bereits abgesteckt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt zur nächsten Mission, wenn das so simpel ist, ne? Auf der Rückreise von Paris hatte ich genug Zeit, unser erstes Ziel zu studieren. Sir Raleigh, der Frosch. Ein Frosch. Als junger Mann war der hitzköpfige Frosch von seinem Leben im Luxus gelangweilt gewesen. Aus einer Laune heraus versuchte er sein Glück als Pirat und entwickelte eine gewisse Leidenschaft für dieses Handwerk. Raleigh, dessen Sucht nach Verbrechen immer größer wurde, kam als Chefmaschinist zu den teuflischen 5, wo sein teuflisches Bastlergenie zu ungeahnter Größe heranwuchs. Ein durchgeknallter Frosch. Der verrückte Technikfreak soll sich vor der sumpfigen Küste der Isle of Raab, einem kleinen Island im berüchtigten Waliser Dreieck, aufhalten. Die deutsche Synchro ist auch nice, muss ich sagen.
Das ist irgendwie in so Episoden aufgeteilt. Mir gefällt das irgendwie. Also, es hat was. Und es ist langsame Charaktere und alles irgendwo sympathisch. Muss ich mal sagen. Cool, ich kann Sachen kaputt machen und Geld dafür kriegen. Ich bin mal gespannt, was das mit dem Geld noch auf sich hat. Aber auch vom Aussehen her. Ihr müsst jetzt mal bedenken, das war ein PS2-Spiel. Ich habe etwas entdeckt, das den Einsatz ein wenig verkompliziert. Siehst du dieses fies aussehende Tor? Es versperrt die einzige Straße zu Raleighs Versteck. Kein Problem. Ich probiere meinen Kletterkniff. Okay, aber denk daran. Du kannst nur auf bestimmte Objekte klettern, wie Rohre oder Seile. Ja, sicher. Wie diese Leiter da? Das ist korrekt. Aber nicht vergessen, Sly. Du musst in die Nähe gehen. Und zum Greifen die Kreistaste drücken. Ja, ja, ja. Ich mach das schon, solange ich denken kann, Bentley. Ja, und gerade das beunruhigt mich. Mach dir mal keine Sorgen, mein kleiner Schildkrötenfreund, der einen Namen wie ein Auto hat. Ich mach das schon, ich krieg das hin. Was ist das denn? Und was ist... Das ist sehr interessant. Die Nachricht, die du gerade gefunden hast, scheint mir eine Art Hinweis zu sein. Ich entschlüssele sie im Weg. Inzwischen kannst du nach mehr Hinweisen suchen. Je mehr ich habe, desto leichter ist der Code zu knacken. Aha. Das ist interessant, dass es ja auch noch Sachen zu sammeln gibt. Okay, was haben wir denn hier? Ich habe jemanden zerkloppt. Das tut mir ja irgendwo schon leid. Das war ein armes Auge, was im Grunde nichts dafür konnte. Was hat er denn da vor? Das sind auf jeden Fall noch ein paar Flaschen. Alles klar bei dir? Jetzt nicht mehr. Alter. Der ist voll am Ausrasten. Das sieht echt cool hier aus, muss ich sagen. Wir reden hier von einem remasterten PS2-Spiel. Also ich hoffe mal, dass das so weitergeht wie bisher. Bislang bin ich positiv überrascht. Ich habe das Gefühl, der Part geht jetzt mittlerweile schon ganz schön lange, muss ich sagen. Weil ganz ehrlich, ich nehme gerade mal 13 Minuten auf, aber das kommt mir schon viel länger vor. Warte, Sly, siehst du die Suchscheinwerfer? Ja. Ein unvorsichtiger Schritt und du wirst gnadenlos gegrillt. Genug gejammert, los geht's. Ich denke nur an dein Leben, Partner. Zu deinem Glück habe ich diese Signalgeber in Raleighs Festung versteckt. Wenn du dich einem davon näherst, gilt er als Checkpoint für deinen Spielstand. Ah, schön. Checkpoints. Das ist nice gemacht. Okay. Shit. Aber er hat nur ein paar... Wow! Okay, man hat keine Energie. Und es gibt Leben? Ach du Scheiße. Und ich muss alles noch... Oh Gott. Okay, das wird ein bisschen interessant. Muss ich jetzt alles nochmal einsammeln? Ne, die Flaschen habe ich noch. Nur die Münzen sind wieder... Die sind wieder weg. Na okay, das ist ja halb so schlimm. Von den Münzen habe ich ja eh noch keine Ahnung, was sie jetzt wirklich im Grunde bewirken. Das macht das Ganze halb so schlimm irgendwo. Ach so, nee. Ach so, ja. Siehst du die Suchscheinwerfer? Ein und... Vorsichtig. Ach so, ich kann es auch einfach wieder skippen. Nee, okay, ich hätte da gekonnt. Und jetzt. Ich werde erstmal den Sternschurigenwerfer los. So. Man hat keine Energie, gut. Man ist also ein One-Hit-Opfer. Macht nichts. Kriegen wir hin. Kriegen wir schon irgendwie hin. Okay. Checkpoint. So eine Art Level-Design gefällt mir. Nach meinem Amphibio-Ortungssystem versteckt sich Raleigh in dem riesigen Zeppelin dort. Ich kriege hier so viele Trophäen. Der Zeppelin eher aus wie eine Maschine als ein Versteck. Da hast du recht, Sly. Das ist eine Sturmmaschine.
Aus diesem Grund hört es hier auch niemals auf zu regnen. Das erklärt die ganzen Schiffswracks. Warum sollte Raleigh rund um die Uhr schlechtes Wetter bei seinem Versteck wollen? Keine Ahnung, aber Regen oder nicht, ich stehle das Buch meiner Familie zurück. Wenn Raleigh sich mir in den Weg stellt, auch gut. Warum immer Regen? Digga, Kuschelwetter? Hat der gerade versucht, mich zu lasern? Ist nicht nett, ist unhöflich. Ach du Scheiße, sobald ich einmal aus dem vom Boden wegkomme, runter tot. Das ist ja krank. Naja, ich bin nur froh, dass die Flaschen gespeichert werden. Wenn ich die jetzt jedes Mal holen müsste, wäre ein bisschen nervig, glaube ich. Okay, wow. Das Ding fühlt sich manchmal noch ein bisschen eigenartig an, muss ich sagen. Das Springen ist so ein bisschen so eine Sache. Ich sag mal so, der Double Jump fühlt sich ein bisschen anders an, als man es vielleicht gewohnt ist. Ich würde gerne wissen, was ich mit den Münzen mache. Kriege ich ein Extra-Leben, wenn ich davon genug habe, oder was? Also das Spiel offenbar auf Leben basiert, sag ich mal. Ich kann mir sogar vorstellen irgendwo. Gute Arbeit soweit, Sly. Du kommst über das nächste Tor, indem du deinen Stock nutzt. Stock! Und greifst. Nur springen und die Kreistaste drücken. Kapiert. Springen und Kreistaste drücken, um Haken zu greifen. Die deutsche Synchro ist nice. Okay, das ist simpel. Funktioniert simpel. Oh Gott, ich hab grad gedacht, der macht mich jetzt platt. Das ist einfach so, nein, ich hau dich, aber ich kann nicht. Vielleicht ist in solchen Situationen ein Hammer nicht die beste Möglichkeit. Was rede ich da? Ein Hammer ist immer eine gute Möglichkeit. So, Checkpoint. Und Scheinwerfer. Bin ich scharf genug auf die Münzen? Ein wenig. So. Yee. Schuriken Sposti. Da oben sind Flaschen. Da hinten sind auch Flaschen. Das ist fies. Okay, das Clipping ist ein bisschen fies. Ich habe nur noch ein Leben. Ich will gar nicht wissen, wo ich starte, wenn ich Game Over gehe. Es ist halt einfach ungewohnt, gar keine Energie zu haben. Moment. Ach, die Dinge. Ach so, ich hab das Ding ausgekloppt. Okay. Ach, da ist ein Seil. Okay. Dieser riesige Safe hängt irgendwie mit diesen Hinweisen in den Flaschen zusammen, die du gefunden hast. Wenn du alle Hinweise in der Gegend finden kannst, müsste ich den Code knacken und dich reinbringen können. Ergo, mir fehlen noch Flaschen. Ergo, du willst mir sagen, ich bin eine Flasche. Ergo, das ist nicht nett, was du da gerade gesagt hast. Problem ist, mir fehlen noch ein paar. Da sind noch mal zwei. Und trotzdem ist das Ganze so ein bisschen Open World, ne? Ja, mir fehlen zwei. Und die muss ich jetzt finden. Na, klasse. Das ist nicht nice. Ich meine, komme ich überhaupt wieder komplett zurück? Was habe ich da gerade bekommen? So ein Ärger, du kannst den Safe nicht öffnen, ohne die restlichen Hinweise zu finden. Kriege ich irgendwo einen Hinweis für die Hinweise? Tough Set, aber das sieht mehr aus wie Levelende.
Deswegen möchte ich da eigentlich noch gar nicht hin, weil ich möchte wissen, was in dem Safe drin ist. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich dahin zurückkommen würde. Das macht mich ja schon neugierig. Muss ich ja sagen. Das macht mich neugierig. Aber wisst ihr, ich glaube, da werden wir uns im nächsten Part nochmal umgucken müssen. Aber ich glaube, so weit zurück kommen wir gar nicht. Das ist ärgerlich. Versuche aber nochmal hierhin zurückzugehen. Bisschen Weg haben wir ja hier. Oh Gott. Nee, ich glaube nicht, dass wir dahin zurückkommen. Schätze ich jetzt ganz mal ganz dreist. Doch, ich könnte wieder zurück. Gut, dann werden wir im nächsten Part nochmal nach den letzten Flaschen suchen. Bis zum nächsten Mal. See you, Leute.